Hallöchen Leute, nur einmal kurz wollte ich einmal was zeigen. Ich weiß nicht, wie ich dieses Video nenne. Ja, es ist nicht das aufgeräumteste hier jetzt, fürs Video reicht es. Ich weiß auch nicht, wie ich das Video nenne. Jedenfalls ist es aber eine Sache, die ganz wichtig ist. Und zwar, ich habe meinen Temperatursensor getauscht. Diesen 100 Kilo Ohm NTC gegen einen neuen 100 Kilo Ohm NTC. Und für dieses Video habe ich es jetzt ein bisschen extremer gemacht, damit man das auch sehen kann, die Unterschiede, direkt richtig sehen kann. Der Drucker ist jetzt aufgeheizt auf 195 Grad, sagt der Drucker. Sind das jetzt auch 195 Grad direkt am Hotend? Das kann man so einfach nicht mitkriegen. Ich habe einen Sensor da reingeschoben. Und so habe ich den Sensor von diesem Multimeter, das ist so ein Temperatursensor, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und den habe ich jetzt bis nach da unten ungefähr geschoben. Und der steckt auch in Filament drin. Den kann ich nur rausziehen, wenn das Ding aufgeheizt ist. Dazu muss ich jetzt aber noch mit der Temperatur ein bisschen höher gehen, damit er ein bisschen flüssiger wird, damit ich das auch rausziehen kann. Das ist jetzt die reelle Temperatur vom Filament, 180 Grad. Messtoleranzen hat man hier, 179, 180 Grad. Der Drucker sagt aber 195. Und warum ist das so? Ja, weil ich einen falschen Temperatursensor angegeben habe. Und wenn ich jetzt einen anderen Temperatursensor angebe, der zu dem, den ich da habe, passt, dann passt das auch mit der Temperatur. Aber es passt nicht hundertprozentig. Er weicht dann um ein paar Grad ab. Je heißer er wird, umso mehr Grad weicht er von der realen Temperatur ab. Das ist nicht schlimm, wenn man es weiß. Man muss sowieso die Temperatur für sein Filament wieder neu ermitteln. Das müsst ihr nämlich auch machen, wenn ihr den Temperatursensor tauscht. Ihr könnt nicht einfach so genau so weiter drucken wie vorher auch. Ihr müsst wieder die Temperatur ermitteln für euer Filament, weil es irgendwo Abweichungen gibt. Weil ihr wisst nicht, welcher Sensor ist in eurer Firmware hinterlegt, die auf dem Drucker drauf ist. Und welchen Sensor ihr da genau kriegt und wie genau dieser Sensor arbeitet. In welchen Temperaturkurven er da hängt. Die laufen nicht linear, die sind nicht alle identisch. Selbst die vier Stück, die ich noch über habe, sind nicht untereinander identisch. Wenn die alle identisch wären, wenn die untereinander genau identisch wären, dann würde mich einer fast 100 Euro oder mehr kosten. Und hier sind vier Stück. Das macht keine Sau, das macht nur die Industrie, die wirklich auf ganz exakte Temperaturen angewiesen sind. Die haben Sensoren, die untereinander gematcht sind, wenn sie Ersatz brauchen oder sowas. Ansonsten müssen die auch, wenn sie einen Ersatz nehmen, die Temperaturen nochmal neu reell ermitteln und dann anpassen. Und das muss ich jetzt in der Firmware genauso machen, das anpassen, damit das wieder passt. Das wird ein bisschen aufwendiger, weil man kann auch in Marlin, in diesem Fall ist es Marlin, auch diese Tabelle, die hinterlegt ist zu dem Sensor, wo er das umrechnet. Das ist ein Spannungswert, den er misst über den Sensor, über die Schaltung, die dahinter hängt. Misst er einen Spannungswert, der wird nachher umgerechnet in eine Temperatur. Und diese Tabelle ist eine Standardtabelle, die irgendwer mal für irgendeinen Sensor ermittelt hat. Und die kann ich aber selber schreiben. Das kann man machen. Da gibt es auch Anleitungen zu. Das habe ich vor Jahren habe ich das mal gemacht. Das ist sehr aufwendig. Dass ich genau für diesen Sensor diese Tabelle habe und die Temperatur in jedem Temperaturbereich, den ich einstelle, auch wirklich gleich ist. Wenn ich hier 195 einstelle, dass ich 195 habe, und wenn ich 250 einstelle, dass ich auch 250 habe, und egal was ich mache, es immer auf diesen Temperatur bleibt. Wenn ich mir das jetzt sparen will, suche ich mir einen Sensor raus, der genau dazu passt. Ich weiß schon, welcher das ist, habe ich schon ausgetestet. Der weicht dann halt um ein paar Grad ab, je heißer er wird. Könnte ich auch so lassen und damit so drucken. Kann ich auch. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Ich wollte es euch nur mal sagen. Wenn ihr sowas macht, einen Temperatursensor tauscht, ob nur am Hotend oder am Heizbett, ihr müsst gucken, ob die Temperaturen auch wirklich das sind, was der Drucker anzeigt. Der Drucker kann sonst was anzeigen. Das ist nicht das, was wirklich reell anliegt.
Nicht immer und in den meisten Fällen ist es so, dass er nie das genau anzeigt, was wirklich reell anliegt. Das hier ist jetzt auch kein geeichtes Temperaturmessgerät, das hat auch ein paar Abweichungen, aber es passt fast genau. Und dann ist mir das egal, dann passt das eigentlich. Wenn ich hier 180 stehen habe und auf dem Drucker stehen 181, ist mir das egal, dann passt das. Aber nicht, wenn ich hier 180 stehen habe und auf dem Drucker stehen 195, dann passt es vorne und hinten nicht. Aber so kann man das dann auch sehen. Ihr müsst es nachmessen und am Hotend wirklich mit einem richtigen Temperaturfühler, den ihr reinstecken könnt, ob nur von oben rein oder von unten, wenn ihr die Düse rausschraubt und unten reinschiebt oder außen ranklebt. Aber ihr müsst das dann mal kontrollieren. Einfach von ausgehen, ja, ihr habt den gleichen Sensor gekauft, der passt schon. Passt, in den meisten Fällen passt es nicht. Weil die Sensoren sind so unterschiedlich, da steht so viel Zeugs drauf. Nicht jeder 100K ist identisch zum anderen 100K. Das hier ist ein anderer 100K als der, der drinne war. Da brauche ich eine andere Temperaturtabelle hinter oder Umrechnungstabelle von Spannung in Temperatur. Gibt es schon, weil es ist für einen 3D-Drucker da. Das hat Marlin schon mal oder ein Mitarbeiter von Marlin oder wer auch immer schon mal ermittelt für diesen Sensor. Das passt. Zu 95% passt das. Kann man so nehmen, ist okay. Aber wenn ich jetzt irgendwo einen Sensor kaufe, weiß ich nicht, irgendwo aus China, wo ich nicht weiß, was das ist, irgendein No-Name-Teil, kein Name drauf, nix, es ist nur 100K, ihr wisst nicht, was das für einer ist, ob der wirklich zu der Tabelle passt, die in der Firmware hinterlegt ist und ob wirklich die Temperatur angezeigt wird, wie sie in Wirklichkeit ist. Das ist der Hintergrund. Und diese Diskussion kenne ich, dass so viele dann meinen, ja, sie haben 100K gegen 100K getauscht, der Drucker zeigt die Temperatur an, das passt schon. Er muss sein Filament mit 225 Grad drucken, dann ist das top. Und der andere sagt, das kann nicht richtig sein und bla und gibt so viel Streit. Das ist nämlich auch das Problem, nicht jeder Drucker ist identisch. Kann gar nicht identisch sein, weil die Sensoren nicht identisch sind. Die sind nicht gematcht vom Hersteller hier, Ender 3 zum Beispiel von Creality. Die bauen 100 Ender 3, da sind 100 verschiedene oder 100 Sensoren drin, aber alle Sensoren sind untereinander unterschiedlich. Der eine hat bei 215 Grad 217 Grad dran stehen und der andere hat 213 Grad dran stehen. Bei dem einen mag es dann mit 215 gut passen mit dem Filament und beim anderen ist es schon viel zu heiß. Da kann man nie drauf verlassen, dass die Temperaturen immer passen von einem zum anderen Drucker. Das passt nicht. Im Groben ja, im Feinen nein. Das ist wirklich wichtig und ihr seht hier jetzt im Krassen, wie viel Unterschied das macht, wenn ich jetzt einen falschen Sensor angegeben habe. Wenn ja jetzt vorher der Sensor drinne gewesen wäre, der jetzt hier in der Firmware hinterlegt ist, den ich da eingebaut habe, und ich hätte jetzt den reingebaut, da hätte ich diesen krassen Unterschied. Ich müsste jetzt auf fast 250 Grad gehen, um bei 220 Grad zu landen. Ungefähr. Wer druckt PLA mit 250 Grad? Ja, eigentlich niemand. Nur damit man dann bei 220 Grad landet. Im Reellen. Also, ihr müsst immer gucken, wenn ihr die Sensoren tauscht, ihr müsst gucken, ob die Temperaturen passen. Im blödesten Fall müsst ihr eine neue Config schreiben und wer das nicht kann, hat dann in Anführungsstrichen Pech gehabt. Ich habe mich hier auch abgequält mit dieser Config-Scheiße, weil das so lange her ist und dieses Visual Studio und was auch immer, selbst mit Anleitung hat er nicht hingehauen, aber das lag dann noch mit an einer Datei. Die habe ich nochmal gedownloadet, nochmal ausprobiert und dann ging's. Ich weiß nicht, was mit dem ersten Download schiefgelaufen ist. Es war kein Fehler, nichts, aber anscheinend ist da irgendwas schiefgelaufen und beim zweiten Download lief es dann. Ich bin ja aber bald wahnsinnig geworden, weil es nicht funktionieren wollte. Aber so kann ich mir auch gleich noch die Marlin fertig machen dafür. Und wenn ich Lust habe, könnte ich sogar auf Clipper gehen, aber da weiß ich, dass das irgendwie damals massive Probleme bei mir machte mit Clipper. Soll angeblich besser sein. Ich bleibe bei Marlin, das hat bei mir immer funktioniert. Ich habe die Config von meinen alten noch gefunden.
Die habe ich jetzt soweit übernommen und das müsste jetzt theoretisch passen. Also die Motoren laufen richtig und nur er hört sich anders an. Ich glaube, der Strom oder die TMC 2208 Treiber sind noch nicht genau so eingestellt, wie sie vorher waren, dass sie schön leise sind. Im Moment hört er sich ein bisschen anders an, wenn er verfährt. Von den Motoren an. Gut, jetzt wollte ich euch nochmal sagen, guckt und messt euch eure Temperatur einfach mal nach, die reelle Temperatur, nicht das, was der Drucker anzeigt. Der Drucker kann euch sonst was anzeigen. Das muss nicht mit der Realität übereinstimmen. Messt das nach und dann wisst ihr genau Bescheid, ob ihr jetzt die richtige Temperatur auf dem Drucker habt oder nicht. Gut, vielen Dank fürs Zugucken. Und ich weiß nicht, was als nächstes an Video kommen könnte. Tschüssi!